Wann de Matthäi stirbt, kaum hammer Weihnachten, Neujahr und die Fasnacht hinter uns und hätte fast angefangen zu fasten, geht's los mit den Volksfesten in der Kurpfalz. Statt dass wir uns mal zusammenhocken können, nix essen, nix trinken, nix sagen müssten, bloß da wären die Goschalde und Gedanken denken däden, müssen wir wieder feiern. Das Leben kann hart sein. Welches ist das erste Volksfest im Jahr bei uns? Genau, der Matthäusemarkt in Schriese. Der Matthäus stirbt bis zum 9. März. Da frieren sich die Leute Bobbes noch ab und stehen schon auf dem Festplatz und auf der Straße und ziehen ihr Schoppen neu. Dies Jahr muss man hottisch trinken, schon bloße ihm die Arkanin Emma und andere Mädle de Silvana aus dem Glas. Dennoch geht's in der ganzen Kurpfalz weiter mit Straßenheimat und Weihfesten. Auf diesen Festen kann man sehen, dass wir Kurpelzer Kultur haben. Kaum haben wir eine Brotwurst gekauft, haben wir auch schon einen Dreck einmal gefunden, wo wir dran essen können. Nicht so wie manche Ausländer, die nicht so viel Kultur haben wie wir. Die laufen als rum und suchen einen Tisch. Wir sind ja ganz anders. In Gruppe stehen wir um einen Dreck einmal rum und lassen es uns schmecken. Familiär halt. Wie ich das erste Mal Menschen an einem Dreckeimer hab essen sehen, war mir klar, dass es ein guter Platz ist, vertraut zu essen. Weil vom Dreckeimer ist es nicht weit bis direkt neben der Dreckeimer, wo man dann seine Sache schmeißen kann. An dem Beispiel sieht man, dass wirklich kreativ bloß das Volk ist. Wären Möwendesigner drauf gekommen, aus einem Dreckeimer einen Tisch zu machen? Nix! Das Essen und Trinken am Dreckeimer haben die Männer mehr erfunden. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, in der Stadt oder selben Dorf, zum Beispiel auf dem Matthäusemarkt, sehe ich, wie die Leute um Dreckeimer rumstehen und sich die Brotwurst neu schieben. Essen am Dreckeimer ist ein Kurpelzer Beitrag zur Zivilisation. Hinnenoch sind sie dann gekommen, wie die Altfasnacht, die Möbeldesigner und haben richtige Möbelstücke, wie soll ich sagen, designed, gestylt, bauchisch oder grad, rund oder viereckig, aus Rummeteig, manchmal mit Alu ausgeschlagen, meistens eine dicke Schicht Senf drauf, dass man nicht so hart liegt, und in der Mitte ein großes Loch. Seit Jahren gibt's verschiedene Modelle. Ach Gott, wie soll man zu den Möbel sagen? Ein schönes deutsches Wort. Drecktable. Es gibt Drecktable mit einem Schlitz. Ich muss Ihnen sagen, die Variante mit dem großen Loch in der Mitte ist besser, weil beim Schlitz kommt man gut neu in der Ämer, aber nicht mehr so gut raus mit der Wurst in der Hand. Der Matthäuse-Festzug war übrigens halb so lang wie der längste Fasnachtszug in der Metropolregion, aber doppelt so originell. Vielleicht sagt man deshalb, mach mal halblang.